Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Ich möchte euch The Tales of Monkey Island vorstellen. Zunächst einmal das Kapitel 1, Launch of the Screaming Owl. Derzeit habe ich das erste Kapitel durchgespielt und auch das zweite. Die letzten drei Kapitel habe ich derzeit noch nicht gespielt. Ich möchte euch einfach das ganze Spiel mal komplett auf Deutsch zeigen. Ich habe jetzt auf YouTube einige Beiträge schon gesehen, in denen das Spiel auf Englisch war, beziehungsweise teilweise mit deutschen Untertiteln. Meine Version ist hier komplett auf Deutsch. Ja, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, allgemein, könnt ihr die natürlich gerne posten. Ich werde darauf eingehen. Ich hoffe mal, dass das Ganze technisch erstmal so klappt und dass es da keinerlei Probleme gibt. Wie gesagt, das ist mein erstes Let's Play. Und ja, ich habe jetzt schon mal die erste Szene geladen. Die schauen wir uns jetzt erstmal an und dann kommentiere ich später weiter, wenn es ins Spiel geht. Es könnte unter Umständen sein, dass es ab und an mal ein bisschen ruckelt, liegt an meinem Rechner. Kann ich erstmal wenig machen. Gut, los geht's. Ah, wie jedes Monkey Island anfängt, Endlich steht tief mein in der Sieg Karibik. bevor! Sehet den legendären dreizehnten Affen von Montevideo, dessen Opfer die Meere selbst mit meinem höllischen Willen verbinden wird. Schon beeindruckt? Nicht mal halb so sehr, wie ich es sein werde, wenn Guybrush deinen kranken Kadaver mit seinem Voodoo-Entermesser aufschlitzt, du seniler Sackabschaum! Wenn du auf Heldentaten in letzter Minute wartest, wartest du vergebens, meine Liebe. Als ich das letzte Mal deinen mächtigen Piratenmann gesehen habe, wurde er gerade von meinen gefräßigen Piratenpudeln in Stücke gerissen. Na gut, LeChuck. Runter mit dem Affen und Finger weg von meiner Frau. Guybrush! Hurrah, Threepwood! Du hast mir eine vergnügliche Jagd geboten. Aber schon bald werden die grauenvollen Geheimnisse dieser uralten, affenartigen Wesen mir gehören. Und das Meer wird mit dem Blut meiner Feinde getränkt sein. Ja, und du kämpfst wie ein... Keine Zeit verschwenden, Guybrush! Verzaubere das Schwert, bevor LeChuck fertig mit seinem Zauberspruch ist! Darum kümmere ich mich. Ein LeChuck besiegendes verfluchtes Schwert von Kaflu kommt sofort. Wo habe ich nur diese wirklich wichtigen Voodoo-Anweisungen hingetan? Sie wurden an deinen Mast genagelt! Ach ja. So, das Spiel wird gespeichert. Das ist jetzt die Stelle, wo wir selber übernehmen. Was als erstes auffällt, die Steuerung ist etwas anders. Wird jetzt hier mit der Maus gemacht. Wir erkennen diesen kleinen Kompass um Guybrush herum. Je nachdem, wo die Nadel oder beziehungsweise der rote Pfeil hin zeigt, geht Guybrush auch hin. Das ist zu machen mit der Maus. Hör mit deinem höllischen Kampf auf, sonst oder schlitze ich mit dich der im Bauch, Tastatur. Bis zum Hals auf. Mit der Taste Shift können wir dann entsprechend noch schneller laufen. So viel erstmal zur Steuerung. Finde ich gewöhnungsbedürftig an der Stelle. Komm zu Guybrush, du kleines, schauriges Voodoo-Rezept. Ich musste 6 der 7 Weltmeere befahren, um die Zutaten zu finden. Aber das Voodoo-Entermesser ist endlich fertig. Beinahe. Jetzt muss ich nur noch sprudelndes Malzbier finden, um es darüber zu schütten, und LeChuck ist erledigt. Ja, ich meine, das hört sich erstmal gar nicht so schwierig an. Ist es auch erstmal nicht, aber wie wir sehen, neigt Guybrush mal wieder zu leichten Übertreibungen und dadurch passieren unerwartete Schwierigkeiten oder entstehen unerwartete Schwierigkeiten. Ah, der legendäre Affensarg von Kauai. Ich werde niemals diesen furchtbaren Hula des Hadestanz vergessen, den ich aufführen musste, um an das hier ranzukommen. Ist da etwas Nasses drin? Das fragt sich niemand gern, wer einen Sarg abholt. Gut, wollen wir rausfinden, was drin ist. Hier haben wir das Inventar. Sieht erstmal so aus. Wir haben die Möglichkeit, 2 Gegenstände zu kombinieren oder einen Gegenstand uns genauer anzuschauen. Dazu drücken wir hier in dem oberen Teil die Lupe und dann entsprechend auf unseren Gegenstand. Ich frage mich, wie man dieses Ding wohl öffnet. Aha, eine Sodaflasche mit Malzbier.
Sowas habe ich nicht mehr gesehen, seit ich bei mir den ersten Bartwuchs entdeckte. Dieses Zeug wird an meinem Voodoo-Schwert Wunder wirken. Ja, kombinieren können wir so, indem wir zum Beispiel hier diese Sodaflasche mit dem Malz benehmen und sie mit den Pfefferminzbonbons kombinieren. Und mit dem Plus passiert das Kombinieren dann. Mann, oh Mann, blubbernder Wahnsinn. Okay, das war's eigentlich auch schon. Nun müssen wir lediglich noch das Schwert mit dem Malzbier kombinieren und ja, wir können Lichak besiegen. Oder zumindest fast. Bereite dich darauf vor, deinem eiskalten, mit Kohlensäure versetzten Schöpfer zu begegnen, LeChuck. Komm und hol mich, du kleiner, mieser Waschlappen. Hör damit auf, den Angeber zu spielen und mach endlich das Schwert nach, Skybrush. Ich fahr hier nicht die Angebertour. Oh, hoppla. Und jetzt werden wir sterben. Mal wieder. Wie wunderbar. Okay, kein Problem. Ich muss nur etwas unauffindbares Voodoo-Malzbier finden. Ich hoffe, es ist welcher auf Elaines Schiff, weil meiner Knochen trocken ist. Ich meine nicht einen dieser nassen Knochen, ich meine einen richtig trockenen Knochen. Trocken. Ja, dann muss die gute Elaine uns mal wieder aus der Patsche helfen. Hat ja nicht lange gedauert, bis wir drin stecken. Es wird dir leid tun, wenn dich mein süßer Schnuckel in die Finger bekommt, Lenz. Meine süße Schnuckel. Elaine, meine schöne Butter... Was? Ich sagte, Elaine, meine schöne Butter... Meine schöne Butter? Ich wollte Butterblume sagen, aber du unterbrichst mich dauernd. Oh, Guybrush, jetzt halte LeChuck auf oder wir werden alle sterben. Ja, was wäre natürlich am sinnvollsten? Na klar, das Seil erstmal rüber zu werfen. Elaine, du hast doch unglaublich starke Schenkel. Probier mal, ob du mir das Seil herschwingen kannst. Es ist nicht lang genug, aber ich habe eine bessere Idee. Wie hast du das nur gemacht? Man verbringt nicht mehrere Jahre an der Seite von Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat, ohne dass einige wenige Tricks hängen bleiben, Süßer. Mein Schiff! Meine Beute! Meine Sammlung handsignierter Sextanten! Wir werden dir später noch ein paar Sextanten kaufen. Halt jetzt einfach LeChuck auf! Ah, Threepwood! Wie schön, dass du dich zu uns gesellst! Dann kann ich mir ersparen, dein Schiff zu versenken! Ja, jetzt müssen wir einen neuen Grog mischen. Hier haben wir schon Grog, das gucken wir uns mal einmal an, was das überhaupt, was da drin ist. Es ist Elaines Fass mit Grog Light. Der ist fast wie echter Grog, nur ohne Geschmack, Kalorien oder verwirrende Erinnerungen. Okay, also müssen wir ein paar Zutaten hinzufügen. Unter anderem eine Wurzel von dieser Pflanze. Zum letzten Trennen wir jetzt Mal mit dem Schack. Schwert ab. Ich stehe nicht auf Na, dich. Na, komm, so. Mal sehen, ob wir nicht ein paar dieser zügellosen Wurzeln zurückschneiden können. So, schon viel besser. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Zurück zum Grog. Und die Wurzel in den Grog, um den Geschmack reinzukriegen. Mal sehen, ob diese Wurzeln irgendetwas an diesem fürchterlichen Nicht-Grog bewirken können. Igitt. Dieser Wurzelgrog ist geschmacklos, fade und trocken. Und außerdem sprudelt er. Okay, das ist kein Problem. Das mit dem Sprudeln kennen wir ja schon. Wieder die Pfefferminzbonbons mit dem Grog kombinieren. Das nenne ich einen sprudelnden Wurzelgrog. Ich wette, er schmeckt immer noch wie Affenrotze. Ja, da möchte ich gar nichts zu sagen und es auch nicht kommentieren. Es wird wahrscheinlich so sein. Ja, jetzt noch den Säbel in den Grog rein und ja, dann geht's los. Okay, du Fass mit ekelhafter, kalorienarmer Flüssigkeit. Mach dich nützlich. Aber hallo! Aufgepasst, LeChuck! Hier kommt Guybrush Threepwoods blühendes Schwert der Vergeltung für die Affen! LeChuck! Ich muss doch wohl sehr bitten. Ich bin hier mitten in einer unheiligen Zeremonie. Unheilig das hier! Unheilig das hier? Ja, ich weiß, aber er hat mir keine bessere Vorlage geliefert. Hey! Ha! So einfach kannst du mich nicht besiegen, Schiegott!
Was? Was ist los? Ist das der eigentliche Verwendungszweck für ein Entermesser? Ich weiß es nicht. Es ist so grell. Was zum Kuckuck? Wurf. Ja, sieht doch schon viel freundlicher aus. Ich bin ein Mensch. Darüber könnte man sich streiten. Guybrush, schnell! Mach ihm ein Ende! Was? Oh, klar. Das ist für die Affen, LeChuck. Was machst du denn? Mach ihn fertig! Ich bin das nicht. Das ist meine Hand. Sie... Oh, oh. Elaine! Guybrush? Ja, und damit kann ein typisches Monkey Island Abenteuer anfangen. Zwei Schiffe versenkt, LeChuck halbwegs besiegt, Elaine natürlich wieder verloren. Ja, dann kann es losgehen, würde ich sagen. Was ich ein bisschen merkwürdig finde oder auch gewöhnungsbedürftig, so die Formen der Charaktere, beispielsweise der Guybrush mit seinem bananenähnlichen Kopf. Also finde ich sehr langgezogen, finde ich nicht unbedingt, dass das so passt, hätte vielleicht etwas kürzer sein können, aber allgemein ist das Spiel, wie gesagt, ich bin erst im zweiten Kapitel, meiner Meinung nach gut gelungen, es sind viele Witze drin, es sind auch Anspielungen auf die ersten Teile, den zweiten Teil zum Beispiel, den ich auch sehr gerne gespielt habe, damals, schauen wir mal einfach, wo Guybrush angeschwemmt wird, ja. Elaine? Ahoi, mein Lieber! Wie? Halb so wild. Dich haben wir gleich wieder auf den Beinen, um Grog zu schlürfen. Au! Meine Nase! Meine wunderschöne Piratennase! Das wirst du mir büßen, du feige Bilgenratte! Pardon, keine Ahnung, was da in mich gefahren ist. Oh, das ist gar nicht gut. Junge, Sie sollten diese Hand mal jemandem zeigen. Ich heiße Nipperking. Davy Nipperking, leitender Reporter, Keelhauler Gazette. Willkommen auf Flotsam Island. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Eigentlich. Bestens. Wie heißen Sie, wo kommen Sie her und wie sind Sie hergekommen? Ja, mit der typischen Antwort fangen wir natürlich an, die gerne immer genommen wird. Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Obwohl ich finde diesen, ich finde es etwas merkwürdig. Eigentlich müsste es ja heißen, ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Aber vielleicht ist er ja jetzt auch der mächtige Pirat oder einfach mächtiger Pirat. Wie auch immer. Fangen wir damit an. Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat und... Ein Pirat, was? Nun, das glaube ich erst, wenn ich es mit eigenen Augen sehe, Junge. Dennoch wäre es schön, wenn wieder ein wahrer Pirat in der Gegend von Flotsam Island seinen Säbel rasseln ließe. Unglaublich, aber ich hatte mehr als 6 Monate lang keine waschechte Piratengeschichte mehr, über die es zu berichten gab. In der Tat, es geht halt nichts über die Aussicht auf eine gute Piratengeschichte und schon fließen wieder die guten alten journalistischen Säfte in mir. Hey! Reden Sie! Jetzt haben Sie die ganze Zeit dagestanden und mir zugehört, so durchnässt, verwirrt und was weiß ich. Also... Was für eine Geschichte haben Sie, Creepwood? Ja, wir haben jetzt auch die 15 Minuten oder meinen die ersten 15 Minuten voll. Ich würde sagen, wir sehen uns in dem nächsten Teil von meinem Let's